Gut, aber wir schaffen das so. Werden wir sogar gleich mal noch ein bisschen Erde abtragen. Dass wir sozusagen die Kuhweide hier hinten dran setzen können. Der Zwischenzeit können halt die Bäume, die kämen. Gut, mit einer Erdschaufel. Mit einer Steinschaufel dauert es halt etwas länger. Aber es klappt schon. Ist ja nicht so, dass wir hier extrem viel haben zum Wegschippen. Wie zum Beispiel drei Ebenen. Wäre viel schlimmer. Außerdem haben wir dann halt eine höhere Chance, dass wir Äpfel bekommen. Äpfel! Im Grunde genommen machen wir es erstmal so. Dann halt wirklich die Seite gleich mal noch weg. So. Hier die Kate fein. Ich gehe trotzdem mal ablaufen. Ah, kriegen wir ja so Stöcke und Setzlinge. Und Äpfel. Die brauchen wir ja später für goldene Äpfel. So, ist nicht mehr viel. Könnte sogar die Steinschaufel langen. So, ich muss einmal mal gucken, dass ich mich nicht zu laut und auch nicht zu leise verhalte. Beides wäre unangebracht. So, bis wir hier irgendwie Wege haben, spiele ich gerne Rasenmäher. Weil dann kann man nämlich neben den Wegen sozusagen, ich brauche mindestens, ich mache eins. So, und dann braucht. Warum zeigt es mir die Fenster nicht? Ach da, blind. Ich bin wirklich manchmal blind. Man sollte wirklich manchmal zweimal hingucken und nicht sagen, ich bin blind. Das eine trifft zwar meistens zu, aber trotzdem muss man nicht immer sagen. So, da können wir sogar vielleicht bald eine Hühnchenfarm in Angriff nehmen. Mit den vielen Samen, die wir hier haben. Gut, wir können die auch kompostieren für Knochenmehl. Oder wir lassen es einfach sein und machen eine Hühnchenfarm draus. Komm zu Papa, komm zu Papa. So. Jetzt kann ich mir auch erstmal das erste Loch wieder hier auffüllen. Und erleide hier nicht gleich Schiffbruch. Und dann kann ich gleich mal die Kühe hier vermehren. Düpp und düpp. Dann kann ich halt wirklich, falls ich mal wieder ein oder zwei Kühe sehe, die einfach mal niederschlagen. Pferde würde ich ungern schlagen. Die geben nämlich nicht zu 100% Leder. Klingt auch schon wieder böse. Fernschlagen. Nein, ich mache jetzt kein Schweinegehege, dafür habe ich zu wenig Zäune. Nein. Nein heißt nein. So.
Jetzt schon ein bisschen Bruchstein. Habe ich irgendwo Slabs oder so, die ich jetzt nicht gerade benötige? Weil da würde ich nämlich doch ganz einmal eher noch die Kürbisse und so. Ich hätte noch Samen gehabt. Oh. Sozusagen hier das hier. Das möchte ich nicht mehr so haben. Ich hätte die Fackel stehen lassen können. Das mag ich nicht, wenn die so wachsen. So rum. Gut. Sup, sup. Krieg mal haufenweise Melonen und Kürbisse. Und ich muss erstmal was reinziehen. Ein Steak. Gebraten aus einer Kuh. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Kühe hier rumlaufen. Da hinten ist ja das Dorf. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir gucken mal hier lang. Vielleicht finden wir hier noch ein, zwei Kühe. Da steht schon mal eine. Und Crit und Schnipp. Crit und Schnipp. Ein Buch haben wir schon mal. Beziehungsweise wir haben ja sowieso schon 4 Leder gehabt. Mal eine kleine Runde laufen hier. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Leder. Auf 4 Beinen. Da wachsen Kürbisse. Da ist ein Hühnchen. Vielleicht haben sie Eier gelegt. Aus Angst, weil ich jetzt da bin. Nö. Oh, es waren Pferde. Meine Güte, das sah jetzt ganz komisch aus. Schlimm. Hier gibt es ein bisschen Clay für später. Schweine möchte ich jetzt nicht. Ich möchte am liebsten Kühe. Nur um mich an ihren Leder zu. An ihre Haut ranzuscheren hier. Blumenmeer. Kuhsuche im Blumenmeer. Wer findet die Kuh? Sonnenschafe. Gut, Schafe geben ja bloß Wolle ab und Wolle benötigen wir jetzt nicht so dringend. Wollte gerade sagen, ist es schon wirklich Kühe? Aber ist es wirklich schon wahr, dass ich mich schon wieder verlaufen habe? Aber diesmal bin ich nicht so extrem weit weg. Oh nö, so weit verlaufen habe ich mich nicht. Okay, 15 Bücher sind 3 Bücherregale. Aber ich muss mich erstmal kurz ins Bettchen begeben. Nicht, dass gleich hier was kommt und sagt, Hallo, bumm.
Oh, ich dachte jetzt schon. So, da können wir nämlich auch mal unser 24 Fleisch reinhauen. Ah, so. Wir bräuchten eigentlich bevorzugt 21 Leder. Sechs. Ne, wir bräuchten sogar 24. Um halt erstmal ein paar Bücherregale zu haben und Creeper. Erstmal unseren Verzauberungstisch herzustellen. Kühe. Platsch. Nehme ich gleich mal noch ein paar Insekten mit. Ja, wenn sie es anbietet. Na, welche gedroppt hätte. Hätte ich es mitgenommen. Muku. Noch mehr. Mukus. Rup und flup. Merken, von da bin ich gekommen. Bleib stehen. Schlimm manchmal mit denen. Ja, lauf mir schön in die Arme. Bin da nicht so. Püpp und püpp. Da ist noch eine. Vielleicht kriegen wir sogar 27 zusammen. 28. Ich will keine Pferde hauen. Vor allen Dingen das weiße Pferdchen hier. Werde ich am Ende nie wiederfinden. So, da lang müssen wir. Weil wir können auf jeden Fall einen Verzauberungstisch bauen und halt auch Toro mitnehmen. Nein, ein paar Bücherregale, wenn wir dann genügend Papier bis dahin haben. Blum, blum, blum. Deswegen nehme ich gleich mal noch das Zuckerrohr mit, was hier drinne rumlungert in dieser Gegend. Ich wollte schon sagen. Nom nom nom, Steaks, Steaks alle. Und nun Steaks alle. Wir müssen hier eindeutig vieles noch hinbauen. Erstmal wieder um Kühe. Im Notfall, ich finde mich schon heim. Nein, diesmal teleportiere ich mich nicht hin und her. Muss halt bloß mal die andere Aufnahme gucken.
dort und dann hin. Dort in der Nähe könnte es sein, eigentlich. Erstmal sind hier wieder Kühe und Pferde und Schafe. Kühe gerne, Schafe nicht so. Und Pferde auch nicht. Ja, habe ich eindeutig verlaufen. Ich habe natürlich nicht das Buch und Book and Quill mitgenommen. Aber da merkt man wieder, ich habe keinen guten Orientierungssinn. Kann auch schon sein, dass ich mich hier total in die falsche Richtung bewege. Nein, ich habe es wieder gefunden. Ich bin eindeutig einen riesen Kreis gerade gelaufen. Aber okay, wir haben es wieder gefunden.